Herzlich willkommen zur Pressekonferenz des SK Buntigammer Sturm Graz. Ich darf unseren Präsidenten Christian Jauck und Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Deppich bei mir begrüßen. Und wie man den beiden Herren schon erkennen kann, liegt unser heutiger inhaltlicher Schwerpunkt auf dem Thema Wirtschaft. In dem Sinne darf ich gleich an Christian Jauck übergeben. Ja, danke fürs Kommen. Freue mich, dass wir heute wieder zusammen sind zu einem Thema, das einmal im Jahr auch von uns immer präsentiert wird. Es geht um die wirtschaftlichen Themen, aber wir wollen das heute ein bisschen breiter auch anlegen, weil wir haben ja mit dem vergangenen Jahr auch Möglichkeiten gesehen und auch schon ein Jahr davor. Wir haben also hier die Vergleiche der letzten 3 Jahre, wo wir uns weiterentwickeln. Transparenz ist uns wichtig und diese Entwicklung und wo wir investieren, möchten wir heute auch präsentieren. Wir haben ja damals im Jahr 2020 bei der GV von einer Wachstumsstrategie gesprochen mit den einzelnen Segmenten. Wir werden heute genau auf diese Struktur eingehen. Wir haben jetzt natürlich auch die Möglichkeiten zu investieren in Teile, die früher vielleicht nicht so möglich waren. Also wir wollen Strukturen professionalisieren, damit wir einfach die Wahrscheinlichkeit für den Erfolg auch erhöhen, aber immer auf Basis auch unseres Leitbildes, das ist uns auch immer wichtig zu betonen. Also wir werden jetzt nicht nur präsentieren, das was im vergangenen Jahr natürlich wirtschaftlich hervorragend gelaufen ist mit dem Gewinn, sondern es sind viele andere Dinge auch in diesem Zusammenhang, glaube ich, erwähnenswert, was wir rundherum auch schaffen. Und da ist uns natürlich auch sehr wichtig, dass wir auch ein bisschen benennen, was ist unser Beitrag auch zum Gemeinwohl für diese Region, für diese Stadt. Und wie ist unser Ausblick auch auf diese Saison, was wir bisher auch schon bei einigen Zahlen kennen. Das wird in erster Linie, was die Präsentation betrifft, der Thomas machen und wir werden hier so ein bisschen eine Doppelkonferenz, aber er natürlich als wirtschaftlicher Geschäftsführer ist da mit den Zahlen prädestiniert. Bitte, Thomas. Ja, vielen Dank, Christian. Du hast eh schon sehr viel Positives angesprochen. Es freut mich sehr, dass wir heute präsentieren können. Wir dürfen nicht vergessen, wir blicken ja zurück. Das heißt, das Wirtschaftsjahr hat eigentlich im Sommer 2021 begonnen, von dem wir jetzt sprechen. Das war doch sehr, sehr knapp eigentlich nach der Pandemie, schwierige Zeiten. Und trotzdem ist es uns gelungen, die Unternehmenszahlen nicht nur zu verbessern, sondern wir haben sie deutlich erhöht. Und das ist schon auf etwas, auf das wir sehr stolz sein können. Es hat sogar noch 2 Spiele, auf das haben wir alle schon sicher vergessen. Es hat auch noch 2 Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegeben in Wirklichkeit. Auch das darf man nicht vergessen und deswegen werden wir vielleicht auch gleich reinstarten mit dem Ticketing. Ich habe immer einen Vergleich mitgebracht. Abozahlen 5.540 im Jahr 19 und 20, dann ist es ein bisschen schwer zu vergleichen, weil wir haben die Covid-Saison gehabt. Aber dann in der vergangenen Saison hatten wir in Summe genau 5.610 Abonnenten. Und wir wissen jetzt im laufenden Jahr, dass wir das dann noch einmal deutlich verbessern konnten. Aber dazu werden wir dann kommen, wenn wir das diesjährige Jahr Revue passieren lassen werden. Vom Umsatz her, reguläre Saison 1,7, 1,8 Millionen Euro ungefähr im Ticketing, dazwischen wieder die Covid-Saison und in der vergangenen Saison waren es doch 3,7 Millionen und 60.000. Davon sind ungefähr 1,4 Millionen Euro aus dem internationalen Bewerb und der Rest aus dem Bundesliga-Bewerb. Da sieht man einfach, dass sowohl die Tageskarten sehr gut abgesetzt wurden, als auch die Abos. Sponsoring und Übertragungsrechte, das ist eine der Positionen, wo wir wirklich uns enorm weiterentwickelt haben, absoluten Sponsoring-Rekord erzielen konnten. Im Vergleich dazu wieder die Saisonen 19 und 20, dann 2021 und eben in der vergangenen Saison sprechen wir von 14,8 Millionen Euro und da inkludiert sind alle UEFA-Zahlungen, das heißt das Startgeld, aber auch die Punkteprämie und ein großer, wesentlicher Anteil eben der Sponsoring-Anteil, wo es eben einen absoluten Rekord in der vergangenen Saison gegeben hat. Wichtiger Bereich, Merchandising, da geht es gar nicht nur um die Umsatzzahlen, aber auch die haben sich extrem positiv entwickelt, sondern das ist ein wichtiger Hub, ein Zusammenkommen von unseren Fans, wo sie die neuesten Informationen bekommen, wo man Tickets auch kaufen kann, zusätzlich zum Merchandising. Da kommt dann später auch noch ein einzelner Punkt oder ein extra Punkt, aber bei der Wachstumsstrategie. Hier ist die Entwicklung von knapp 1 Million, dann über die Covid-Saison auf jetzt knapp
1,5 Millionen Euro mitgespielt hat. Sicherlich auch der Ausrüsterwechsel auf Nike, auch wenn es da anfänglich Schwierigkeiten gegeben hat, was die Liefersituation betrifft. Aber da sieht man richtig tolles Wachstum. Man muss dazu sagen, in den letzten 6 Jahren haben wir den Umsatz, was das Merchandising betrifft, verdreifacht. Also massives Wachstum, vor allem auch mit dem großen Schritt da an Sachsgasse, mit dem Flagship Store. Und da kommt dann noch ein zusätzlicher Punkt bei der Wachstumsstrategie. Mitgliederwesen, ganz wichtig, als Mitgliederverein liegen uns die Mitglieder nicht nur sehr am Herzen. Natürlich, das ist, wir bieten ihnen Sturm Graz zum Angreifen, das ist der absolute Mehrwert einer Mitgliedschaft. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis der Verein einmal 1000 Mitglieder hatte, und in den letzten 6 Jahren konnten wir das dann auch vervierfachen. Also wir gestartet 1920, dann kleine Verbesserung während der Covid-Saison, richtig schwierig. Und das ist die Betrachtung zum 30.06., genau zum Jahresabschluss, 4050. Die Vereinsmitgliedschaft ist aber kalenderjahrbezogen, das heißt, so richtig die entscheidende Zahl werden wir dann am 31.12.2022 wissen. Unser erklärtes Ziel sind ja 5000 Mitglieder, und wir haben den Mitgliederstand erst heute am Vormittag wieder angeschaut. Wir sind auf dem richtigen Weg, dieses Ziel am Ende des Kalenderjahres 2022 auch zu erreichen. Das waren sehr, sehr große Positionen, die alle gemeinsam einzahlen in den Gesamtumsatz des Unternehmens. Da können wir auch einen Vergleich kurz präsentieren aus der Saison 1920 mit 14,7 und nicht ganz 15 Millionen Euro. Dann die Covid-Saison, und in der vergangenen Saison 21/22 hat das Gesamtunternehmen, das Konzern, einen Umsatz erwirtschaftet von 26,8 Millionen Euro. Da sieht man die massive Entwicklung des Gesamtvolumens des Unternehmens. Und das Schöne ist, auch am Ende des Tages konnten wir natürlich dann damit auch einen Gewinn erzielen, und der Gewinn beläuft sich auf 2.250.000 Euro in der vergangene Saison. Ganz wichtig, was die Stabilität betrifft, zum Glück haben wir die letzten Jahre sehr gut gewirtschaftet, haben auch die Pandemie gut überstanden, Kurzarbeit das gesamte Thema, und haben uns trotzdem dementsprechend auch weiterentwickeln können. Vielleicht darf ich bei der Gelegenheit nur ein Beispiel einbringen, was mir persönlich wichtig ist. Wir versuchen, einen sehr soliden Weg zu gehen. Wir machen auch keine Schulden. Wir haben ein Rekordeigenkapital. Jeboa im Winter, zu einem Zeitpunkt, wo vielleicht viele Vereine gezögert haben. Die solide wirtschaftliche Gebarung war die Ausgangsbasis dafür, solch einen Transfer überhaupt durchführen zu können. Und das ist schon wichtig auch, weil es ja da oder dort immer wieder auch Stimmen gibt, die sagen, man könnte jetzt diesen Weg auch verlassen, was ich nicht tue und was wir nicht tun werden. Aber es gibt dann in einer Phase, wo du vielleicht mit der Stabilität auch einen Wettbewerbsvorteil erzielst, und das war bei dem Transfer Jeboa genauso, die Chance, die vielleicht sonst nicht möglich gewesen wäre. Das ist mir schon wichtig, auch als Beispiel nur mal auch zu betonen, warum wir diesen Weg weiterverfolgen. Eben, dass es genau zu diesem Zeitpunkt möglich war, Jeboa zu Sturm Graz zu holen. Dann vielleicht auch noch den Werbewert natürlich, wenn man auf der internationalen Bühne unterwegs ist. Der Werbewert setzt sich ja aus mehreren unterschiedlichen Positionen zusammen. Da sind wir überall gewachsen im zweistelligen Prozentbereich. Wenn wir uns den Werbewert anschauen, 1920 mit 8,3 Millionen Euro, dann leichter Rückgang aufgrund der Covid-Situation, und wir liegen derzeit bei 9,6 Millionen Euro, was den Werbewert betrifft. Stärkste Wachstum bei der TV-Berichterstattung, klarerweise, weil auch viele Spiele in der Europa League auch im Free-TV zu sehen waren. Stabile Entwicklung, was den Printbereich betrifft, und knapp 20% auch Wachstum, alles was den Online-Bereich betrifft, vor allem auch Social Media. Das war es prinzipiell jetzt einmal mit dem Rückblick. Und jetzt würde ich dann eben überleiten auf die schon angesprochene Wachstumsstrategie. Was passiert im Unternehmen, was passiert, wenn so ein großer Wachstum passiert, was versuchen wir auch im Unternehmen dahingehend nachhaltig zu investieren. Ganz wichtig natürlich, wenn man so schnell wächst, wie es jetzt in den letzten 1-2 Jahren passiert ist, ganz wichtig,
Manpower. Wir merken es vor allem auch an den Spieltagen, jetzt zusätzlich auch noch mit Sturm 2, auch ein Profibetrieb, wo wir die Qualität abliefern wollen, wie hier bei den Spielen der Kampfmannschaft. Das heißt, haben im Spielbetrieb einen neuen Mitarbeiter, weiterer Mitarbeiter im Fanservice oder Mitarbeiterin, den Bereich Merchandising, Verkauf, Kundenservice, im Bereich Ticketing, E-Commerce, Logistik. Da sieht man einfach, dass in jedem Bereich Wachstum passiert und wir auch dementsprechend natürlich zusätzliche Mitarbeiterinnen aufnehmen. Zum Teil sind sie schon bei uns im Haus, zum Teil passiert dieser Prozess gerade und auch im Bereich Finanzen. Angesprochen, vorhin habe ich schon Wachstumsstrategie, verdreifachten Umsatz in den letzten 6 Jahren, was den Bereich Merchandising betrifft. Das ist natürlich mit dem neuen Standort, der hat sich extrem gut entwickelt, im größten Shoppingcenter der Steiermark in der SCS. Großer Hub, extrem guter Umsatz, entwickelt sich als absolute Cash-Cow, entwickelt sich sogar positiver, als wir gedacht haben. Weiteren Schritt, wir haben eine neue Website bekommen, haben auch das Design ein wenig refreshed und da haben wir verschiedenste Elemente, die wir da natürlich zu sehen bekommen haben. Das ist einerseits auch die Gondel, die wir eröffnet haben auf den Schöckl. Das ist eben die neue Website, die wir seit Juli haben, die ich angesprochen habe. Dann sieht man da, welche Designelemente zum Einsatz kommen. Und auch als absolutes Highlight, was da noch dazugehört, was das Design betrifft, natürlich begleitet uns jeden Tag in der Stadt. Das ist auch die Sturmstraßenbahn. Dann haben wir uns dazu entschlossen, auch einen nächsten Schritt im Bereich der Digitalisierung zu machen. Das heißt, wir haben eine IT-ERB-Gesamtlösung, eine neue mit LMS. Das heißt, alles basiert auf einer Plattform, das Ticketing, Merchandising und das Mitgliederwesen. Das heißt, es sollte für den Kunden, für den Fan draußen einfacher zu bedienen sein und hoffen, dass wir auch hier die Qualität noch steigern können. Aber wir wissen alle, IT-Umstellung ist natürlich für das gesamte Unternehmen immer eine große Herausforderung. Ganz wichtiger Schritt trotzdem in der Digitalisierung. Ausbau der Büroräumlichkeiten im Trainingszentrum ist klar, mehr Mitarbeiter. Dann sind wir gerade dabei, Revitalisierung der Rasenplätze in Messendorf 1 und 2. Und ganz wichtig, der Rasenplatz 3 könnte mit einer Rasenheizung ausgestattet werden, aber da ist es uns wichtig, auch das richtige System zu finden. Da kommen jetzt auch Spezialisten aus der Schweiz, eine effiziente, energieeffiziente Lösung selbstverständlich zu finden. Die neue Ticketing-Strategie seit der heutigen Saison, da geht es ganz stark um den Fan von morgen. Da haben wir uns dazu entschlossen, das Pricing dramatisch zu verändern. Das heißt, wir sind im Gegensatz zu sehr vielen anderen Unternehmen billiger geworden in zahlreichen Bereichen, zum Beispiel vor allem was das Kurven-Abo betrifft. Und wir haben 20% mehr Fans bei uns in der Kurve. Zusätzlich auch, was das Familienabo betrifft, haben wir 60% mehr Familienabos als in der letzten Saison verkauft. Und das Wichtigste in dem Bereich in Wirklichkeit ist das Kinderabo. Plus 170% mehr Kinderabos als in der letzten Saison verkauft. Das heißt, man sieht ganz klar, der Fan von morgen, dass diese Strategie voll aufgegangen ist und zahlt natürlich ein, weil wenn du einmal bei uns im Stadion warst, du bringst deinen Freund mit, du gehst dann noch vorbei, nimmst dann Schal mit und so wirst du in Zukunft sicher immer an Sturm Graz gebunden sein und das ist, die Zahlen zeigen, dass diese Strategie voll und ganz im ersten Schritt schon aufgegangen ist. Also ich möchte schon betonen, wir haben das ja lang diskutiert auch. Wir haben ja auf der Längsseite Erhöhungen durchgeführt, die waren aber unter der Inflationsrate. Aber in diesen Sektoren, wo wir diese unglaublichen Zuwächse erzielen konnten, sind wir billiger geworden, in Zeiten wie diesen billiger. Also wir haben bewusst auch, weil immer die Frage gestellt wird, was tun wir mit dem Gewinn? Wir haben diese bewusste Entscheidung getroffen zu sagen, uns ist der Fan von morgen enorm wichtig, den brauchen wir, gerade als Mitgliederverein, ist die Sturmfamilie, ist der Fan, ist das Mitglied die Basis. Und das müssen wir stärken. Und dort haben wir auch investiert. Ohne staatliche Unterstützung der Frage. Ich habe es schon angesprochen, Weiterentwicklung, nachhaltige Weiterentwicklung sind in der Planung von einem zusätzlichen Trainingszentrum für Frauen- und Jugendfußball. Wie soll das aussehen? 3 Rasenplätze, 1 Kunstrasenplatz. Ca. 1000 Quadratmeter Gebäudefläche voller Infrastruktur, die man einfach benötigt, von Turnsaal, Kraftkammer, Kabinen, Büros, weitere Parkplätze natürlich und auch mit einer kleinen Tribüne versehen, dass man eben auch Spieler im Nachwuchsbereich, Akademiebereich, aber auch im Frauen- und Damenfußball eben dort vor Ort durchführen kann.
Ja, das ist das Projekt, das auch der öffentlichen Hand bekannt ist. Die Pläne liegen vor, die Schätzungen liegen vor, auch die adaptierten Baukosten. Bei Infrastruktur ist man immer davon auch abhängig. Es wird von uns auch einen entsprechenden Beitrag geben. Aber bevor hier nicht das Signal der endgültigen Entscheidung da ist, macht es keinen Sinn. Wir wollen nur hier klar sagen, die Infrastruktur ist wichtig, weil das ist nachhaltig. Und gerade bei Infrastruktur haben wir auch immer an Energieeffizienz gedacht. Du hast gerade früher berichtet, auch was wir da tun werden mit Experten. Ich möchte aber auch sagen, weil ich damals ja mit dabei war, Hans Rinner hat damals das Trainingszentrum auch nachhaltig gebaut. Da haben wir ein Trainingszentrum auf die Beine gestellt, das damals wahrscheinlich in Bezug auf Umwelt wahrscheinlich das modernste war. Damals war es nur noch nicht ganz so modern wie heute. Heute wird man wahrscheinlich dort mehr Applaus kriegen, aber das zeigt, dass uns auch immer wichtig ist, dass etwas langfristig auch Sinn macht. Vielen Dank fürs Kommen. Das waren jetzt einmal im Überblick die Zahlen vom, darf man doch sagen, vom Jahr der Rekorde, weil wir uns doch in fast allen Bereichen deutlich weiterentwickelt haben. Massive Umsatzsteigerung und auch einen tollen Gewinn im vergangenen Wirtschaftsjahr erzielen konnten. Vielleicht lassen Sie mir noch zwei, drei Gedanken ergänzen. Ne? Der Begriff natürlich Jahr der Rekorde ist einer, der kann natürlich auch in die falsche Kelle kommen. Ja? Auf dem dürfen wir uns nicht ausruhen. Jeder Sieg, den du erzielst, musst du natürlich auch mit hartem Einsatz, mit Leidenschaft, musst du aber auch mit viel Dankbarkeit, aber auch mit der Erkenntnis, wenn du nicht nächsten Tag wieder beginnst, dich weiterzuentwickeln, dann bleibst du stehen. Wir wollen uns nicht ausruhen. Ja, der Rekorde sollte uns ermutigen, diese Schritte zu setzen, die wir auch hier angekündigt haben. Das war jetzt im großen Teil natürlich der Rückblick fürs vergangene Jahr, auch mit den Zahlen. Wir erwarten natürlich auch in diesem Jahr etwas, was über diese Zahlen hinausgeht. Das kennen wir jetzt schon von der Hochrechnung noch nah bei Themen, die Sie alle gut kennen und auch berichtet haben. Aber wir dürfen trotzdem nicht den Fahrzeug unserer Tugenden verlassen. Ja, wir werden trotzdem bodenständig bleiben, auch wenn wir diese Strukturen, die Rahmenbedingungen weiter professionalisieren. Das ist das Ziel, an dem wir alle gemeinsam auch hart arbeiten. Und wir wollen, und das ist der zweite Gedanke, der mir persönlich auch am Herzen liegt, die Wertschöpfung, die wir für diese Region erzielen, ein bisschen stärker herausarbeiten. Ja, es hat ja erstmals eine Wertschöpfungsanalyse gegeben, die ist jetzt, war vor der Pandemie, gemeinsam damals, glaube ich, mit der Fachhochschule Campus 02 durchgeführt. Dass wir circa mit den Aktivitäten 340 Arbeitsplätze plus minus, nicht nur wir Sturm Graz, sondern auch in der gesamten Wertschöpfungskette ermöglichen. Mit deutlich höheren Umsätzen gehe ich davon aus, dass die Wertschöpfungsanalyse, die wir jetzt neu machen, mit noch besseren Ergebnissen kommen wird. Das heißt, das ist ein Beitrag. Das ist immer so die Frage, was macht sie fürs Gemeinwohl? Und die Steuern und Abgaben in dem vergangenen Jahr, über das wir gerade berichtet haben, liegt bei über 10 Millionen. Das fließt jetzt nicht immer nur in die Steiermark, das fließt größtenteils natürlich in den Bund hinein. Und wenn wir auch Gewinne machen, dann zahlen wir natürlich auch Gewinnsteuer, Körperschaftsteuer. Also das sind schon auch Themen, wo wir zusätzlich Jugendarbeit, Frauenfußball, soziale Projekte, Initiativen, auch unserer Fanclubs etc., die wir sehr schätzen, wo wir auch einen Beitrag für die Gesellschaft leisten, dort drüber hinaus auch in Hard Facts viel mehr tun, als wir das rüberbringen. Und da würde ich auch bitten, das auch zu berichten, weil ansonsten dort manchmal so ein bisschen eine Fehlallokation entsteht in den Eindrücken. Und daher ist gerade so eine Pressekonferenz auch wie heute enorm wichtig, diese Botschaften auch zu adressieren und weiterzubringen. Wir investieren auch in die Region, auch das, was Tourismus betrifft, gerade über die Europacup-Spiele, ist immer ein schöner Beitrag auch. Wir freuen uns, ich sage jetzt gerade auch am Donnerstag, mit dem ausverkauften Auswärtssektor hat sich auch die Stadt und das Land gute Gelegenheit, sich auch zu präsentieren, und bin zutiefst überzeugt, das wird auch gut gelingen. Und auch was unsere Sponsoren und auch was unsere Weiterentwicklung betrifft, ist die Kraft der Region im Mittelpunkt. Aus der schöpfen wir, und wir wollen mit unseren Partnern
in der Region auch dieses Leitbild auch umsetzen und gerade die Sturmfamilie, der Abo-Besitzer und das Mitglied sind und bleiben die Eckpfeiler für Wachstumsstrategie und auch für den Erfolg. Und die dritte Botschaft ist, wir haben heute nicht über den sportlichen Bereich gesprochen, was wir investieren, aber was tun Sie? Also wir haben regelmäßig auch dort die Transfererlöse dann natürlich auch wiederum in diesen Weg, den Andi Schicker und der Cheftrainer Ilzer mit den Teams hier auch vorzeigen, konsequent und diszipliniert weiterzugehen. Danke Christian und Thomas. Eure Fragen bitte an die beiden Herrschaften. Das Mikro kommt zu euch. Eine Frage von mir. Also die 26,8 Millionen, Thomas, Gewinn sind die... Umsatz. 26,8 Millionen Euro Umsatz haben wir gemacht. Und Umsatz, zwei, genau. Ja. Ist da jetzt der Transfer von Heulund schon dabei? Nein. Oder ist es nur bis 30.06.? Stichtag 30.06.22. Okay. Der Transfer vom Rasmus ist dann im Wirtschaftsjahr 2022/23 enthalten. Okay, und die Ticketing-Strategie eben mit dem Plus, auch die 170% sind jetzt im Vergleich zu 2019, dieser Anstieg, der da... Das ist im Heute. Also ist das nur rein für das heuer? Ist die Ticketing-Strategie, die hat im Sommer begonnen und zahlt jetzt ein in die Saison 2022/23 und ist im Vergleich zum vorigen Jahr 2021/22. Also plus 170. Ja, genau. Also die Botschaft war, was tun wir mit dem Gewinn? Und da ist die Botschaft zu sagen, wir haben in dieses Projekt Fan von Morgen investiert. Genau. Und? Aber das beginnt erst heuer. Eine weitere Frage noch von mir. Was die Infrastruktur angeht, wie genau ist das ein Wunschplan vom SK Sturm in den nächsten Jahren, dass man sagt, und vor allem die Örtlichkeit, wo man jetzt wen unterbringt? Weil, wenn man weiß, das Trainingszentrum platzt ja aus allen Nähten, das betrifft jetzt eben auch den Nachwuchs. Wo die Location sein wird? Ja, wollen wir nicht bekannt geben? Na, dort wäre Standort Akademie, wäre Standort Frauen, wäre Standort Jugend, also darum sagen wir auch Jugend- und Frauenzentrum. Den Standort wollen wir einfach noch nicht veröffentlichen, weil das möglicherweise irgendwelche Einflüsse hätte auf Preise, Grundstückspreise, sodass wir nicht in den Verdacht rücken wollen, heute was bekannt zu geben und dann wird das teuer und dann sagt einer, der Sturm hat das hinausbesandt, das macht keinen Sinn. Ja, es wird aber mit hoher Wahrscheinlichkeit in Graz sein. Messendorf für Frauen und Jungen? Nein, das wäre die Kampfmannschaft umgekehrt. Und Sturm 2. Und Sturm 2. Kampfmannschaft und Sturm 2. Das andere wäre ein neues Frauen- und Jugend- und Frauenzentrum. Die Geschäftsstelle würde auch in Messendorf bleiben. Ich habe da notiert, 2021 5.540 Abos, letzte Saison 5.610 und dann hat der Thomas gesagt, der Wert für heuer kommt noch. Habe ich den überhört? Nein, den Wert habe ich noch nicht kommuniziert, aber wir liegen bei knapp 6.400 Abonnenten derzeit. 6.4. Und man darf nicht vergessen, es gibt ja auch noch ein Frühjahresabo. Das heißt, wenn die sportliche Performance so weitergeht und die Euphorie auf diesem Niveau bleibt, dann kann es durchaus sein, dass wir da noch einen nächsten Meilenstein erreichen könnten. Und dann schon erstaunlich, wenn man so zuhört, weil ich habe früher bei solchen Versammlungen immer gehört, oberste Prämisse, Schuldenfreiheit, Arbeitsplätze sichern. Und also da schaut es jetzt, wo die Zeiten auch, glaube ich, nicht ganz so einfach sind, schaut es trotzdem im Moment wirklich gut aus. Und da könnt ihr, glaube ich, recht stolz sein. Seid ihr das auch? Ja, da muss ich mal als Präsident danke auch für die wunderbare Steilvorlage. Möchte ich auch Danke sagen, also die Pressekonferenz auch nutzen. Nicht nur jetzt dem Thomas als wirtschaftlichen Geschäftsführer, sondern dem gesamten Team. Wir haben ja auch gesehen, was Marktwerte betrifft, was Digitalisierung betrifft, unsere Leute, die in diesem Bereich arbeiten, viele junge Leute, die Überproportionales leisten, wenn wir uns den Marktvergleich auch ansehen.
ja, gerade auch zu anderen Vereinen, was die Personalausstattung betrifft. Also danke auch, großes Danke im Namen des gesamten Vereines auch bei der Gelegenheit. Man muss nur ein bisschen aufpassen auch, dass das teilweise nicht in die falsche Kehle kommt. Ja, also wir müssen diese Bodenständigkeit auch letztlich leben und weiterentwickeln. Also nicht, dass wir glauben, die höheren Kostenstrukturen, die musst du ja auch laufend verdienen. Und das heißt natürlich, der Europacup hat eine wesentliche Ertragskraft bekommen. Also wir könnten uns diese Struktur nicht leisten, wenn wir überhaupt kein internationales Geschäft sehen würden oder überhaupt keine Transfererlöse. Also das Modell, die Strategie muss natürlich auch funktionieren. Wenn wir mal ein Jahr nicht schaffen, ist das nicht das große Thema. Aber du musst natürlich mittelfristig die Ausrichtung an diesem sportlichen Erfolg der internationalen Spiele plus die Entwicklung auch von jungen Spielern, die musst du natürlich auch konsequent und diszipliniert weiterverfolgen, aber da mache ich mir keine Sorgen. Ich glaube, da gibt es auch jetzt schon wieder durchaus positive Signale, möge es auch so bleiben. Also wir sind dankbar, auch nicht nur was sportliche Erfolge betrifft, sondern große Dankbarkeit, wenn uns auch im wirtschaftlichen Rahmen einiges gelingt. Umgekehrt darf jetzt aber nicht der Anspruch kommen, weil das hört man in letzter Zeit immer öfter, zu sagen, zahlt euch alles selber und ihr könnt dies, ihr könnt jenes. Nein, wir haben da einen sehr klaren Plan. Also wir werden Beiträge leisten, das tun wir, Eigenbeiträge natürlich auch beim Jugend- und beim Dameszentrum, wenn das auch so, Frauenzentrum, wenn das auch so bewilligt wird von der öffentlichen Hand. Infrastruktur natürlich auch immer mit öffentlicher Hand zu tun. Ja. Weil wir uns vor einem internationalen Spiel befinden, was bringt so ein Europacup-Abend in einem ausverkauften Stadion und was muss man eigentlich selbst draufzahlen, damit man dieses auch zur Zufriedenheit der UEFA abwickeln kann? Gibt es da vielleicht ein paar Zahlen? Weil es ist ja, glaube ich, nicht nur immer ein Plus. Wir haben in dieser Saison knapp 9.000 Abos verkauft für die drei internationalen Spiele in der Gruppenphase. Der Umsatz beträgt natürlich mehrere 100.000 Euro, 300.000 bis 400.000 ungefähr der Umsatz. Und davon abzüglich natürlich die gesamten Kosten, die ein Spieltag mit sich bringt. Das ist natürlich bei einem internationalen Spieltag ein wesentlich größeres Volumen, egal ob es die Sicherheit ist, ob es das Catering ist, was auch immer. Und wir müssen aufgrund der UEFA-Vorgaben das Stadion dementsprechend auch UEFA-tauglich machen, weil es in dieser Ausstattung uns nicht zur Verfügung steht. Da müssen wir schon immer einen deutlichen, zwischen 30.000 und 40.000 Euro ungefähr pro Gruppenphase müssen wir investieren, um die Gegebenheiten so aufzubereiten, so zur Verfügung zu stellen, dass es auch UEFA-konform ist. Lassen Sie mir etwas sagen, wo ich am Beginn betonen möchte, dass das keine Kritik als Kritik verstanden werden darf. Aber in aller Sachlichkeit muss ein Marktvergleich auch zulässig sein. Gerade in Österreich, gerade gestern, wo ich am Abend in einem hervorragend ausgestatteten, sage ich einmal, Hospitality-VIP-Bereich, Business-Partner-Bereich der Wiener Austria gekommen bin, das haben natürlich auch andere Kapazitäten, weil das gerade bei Europacup-Spielen etwas ist, was schwierig ist. Es ist unser VIP-Club Dauer ausverkauft. Wir könnten deutlich mehr an Umsätzen dort generieren. Wir sehen ja auch jetzt bei dem Stadionneubau in Linz, von der Anzahl her reden wir von einem Vielfachen an solchen Hospitality-Plätzen. Das Gleiche spielt sich in Salzburg und so schon länger ab. Und natürlich auch in Wien mit den beiden neuen. Und das sind unmittelbare Konkurrenten auch, wo es auch um die Frage von Rahmenbedingungen geht. Keine Kritik, aber eine sachliche Feststellung. Dort haben wir natürlich Vermarktungsnachteile, die jährlich wahrscheinlich fast siebenstellig sind. Ja. Sagen wir ein paar hunderttausend Euro. Ja. Aber bitte keine Kritik, aber der Marktvergleich
muss trotzdem erlaubt sein, weil wir ja auch unter dem Druck stehen, Erfolge zu erzielen. Und umso besser die Rahmenbedingungen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit für diese Erfolge. Weitere Fragen? Wir befinden uns ja derzeit in diversen Krisen. Inwiefern macht sich das jetzt auch bemerkbar, wenn man an Unternehmen denkt mit ihren Werbeetats und Sponsoring-Etats, was den SK Sturm betrifft? Im Moment ist es in keinem großen Ausmaß spürbar. Zum Glück sind es auch langfristige Verträge, die wir haben. Und natürlich zahlt auch die Ticketing-Strategie, die wir haben, mit Reduktion der Preise, vor allem auch was den Familienbereich betrifft, da ist es spürbar, dass sich das positiv auswirkt. Was die Sponsoren betrifft, sind wir im Moment noch nicht betroffen. Aber es stimmt, also der Fußball insgesamt gab vor kurzem einen Bericht, so Art als Insel der Seligen. Ne? Alle Branchen leiden, aber die Fußballbranche international zumindest nicht wirklich. Aber natürlich gibt es auch Teilaspekte. Ich glaube, dass dort, wo international gespielt wird, dort, wo die Attraktivität entsprechend hoch ist, dass man dort weniger Einbußen erleiden wird. Aber bis hinunter zum Amateurfußball hört man natürlich schon auch ein großes Jammern, was ich verstehe und auch als ÖFB-Präsidiumsmitglied unterstütze, dass vielleicht auch von der öffentlichen Hand, gerade für die kleineren Vereine, hier auch Möglichkeiten bestehen, gerade bei Energiepreisexplosionen etc. Also der SK Sturm braucht als führender Verein der Steiermark auch eine breite Basis. Ohne breite Basis gibt es keine Spitze und umgekehrt. Wir brauchen uns gegenseitig und daher ist die wirtschaftliche Thematik derzeit und Dynamik natürlich eine äußerst problematische. Keine Frage, auch wenn wir Gott sei Dank in diesem Umfeld sportlich natürlich auch sehr überzeugend agieren, nicht oder kaum betroffen sind. Ich möchte nochmal auf die Abo-Preise zurückkommen. Die Erhöhungen auf der Lenkseite, fängt das die Vergünstigungen in den anderen Sektoren ab, oder? Genau. Das sage ich so, also ein als Rechenbeispiel betrachtet. Nicht ganz. Als Rechenbeispiel betrachtet federt es so gut. Es geht ab, nicht ganz, aber eben das ist die Investition, die wir getätigt haben, sozusagen in den Fan von morgen. Und das wird sich dann in den nächsten Jahren hoffentlich dementsprechend dann wieder genau umdrehen, weil eben wieder noch zusätzlich mehr Leute ins Stadion kommen und wir dementsprechend auch mehr Abos verkaufen. Und man darf nicht vergessen, wenn die Familien kommen, junge Menschen zu uns ins Stadion kommen, die gehen dann ja, wie ich schon vorher angesprochen habe, auch bei unserem Merchandising-Anhänger vorbei oder auch im Merchandising-Shop. Und so schließt sich dann in Wirklichkeit auch wieder der Kreis. Aber mir ist wichtig zu betonen, dass wir in den letzten Jahren immer unter der Inflation gelegen sind. Auch was die Erhöhung jetzt betrifft, sind wir sogar unter der Inflation. Das ist einmal, glaube ich, eine wichtige Botschaft. Und es geht sich nicht aus, kann teilkompensiert werden. Wir zahlen aus dem Gewinn ein. Und die Botschaft ist deshalb gerade in Zeiten, wo es vielen Menschen nicht so gut geht, wichtig, dass wir ermöglichen Stadionbesuch für junge Menschen, für Familien und für jenen, die sozial schwächer sind, Preiskategorien, wo das möglich ist. Das ist eine wichtige Botschaft, gerade in Zeiten wie diesen und ist auch Teil unseres Leitbildes, wo wir uns einfach dem sozialen und gesellschaftlichen Engagement widmen. Das könnte man auch unter diesem Begriff mit dieser Faninitiative Fan von morgen auch als Grundstrategie sehen. Man darf nicht vergessen, man darf bis zu seinem 15. Geburtstag kostenlos jedes Bundesligaspiel besuchen. Beim SK Bundigammer Sturm Graz, sonst nicht. Michi, bitte. Weil eingangs betont worden ist, der SK Sturm ist transparent. Die Frage, wie hoch ist die Summe eigentlich, die der SK Sturm an öffentlichen Geldern von den diversen Corona-Hilfsprogrammen bekommen hat? Was die direkten Fördermaßnahmen betrifft? Was Kurzarbeit betrifft zum Beispiel und oder so? Kannst gerne aufschlüsseln. Den sportlichen Fonds. Also ich kenne jetzt nicht die Fördermittel jetzt, die jetzt in der Covid-Zeit im Detail gekommen sind.
Da gibt es an und für sich ja eher Transparenz auch, glaube ich, von der Liga etc. Aber ich glaube, die Frage ist, was kriegen wir für die Jugend, was kriegen wir für den Frauenfußball und so weiter. Das ist, wir sagen immer Danke dazu, sind jetzt überschaubare Beträge, wir sind trotzdem sehr dankbar, diese zu erhalten. Aber die genauen, auf 1000 genau, bevor man Blödsinn sagen, Beträge, können wir gerne nachreichen auch. Ich habe es nicht mit, außer du hast das jetzt mit im Detail. Wichtig ist nur, weil da geht es um den Sportligenfonds und um die Kurzarbeit. Da gibt es eine eigene Transparenzdatenbank, wo man das einlesen kann. Wir sind sogar vertraglich verpflichtet, dass wir diese Zahlen nicht veröffentlichen. Also würde ich um Verständnis bitten, aber auf der Transparenzdatenbank, ich glaube vom Ministerium, sind diese Zahlen genau einsichtsbar. Weitere Fragen? Wenn es keine Fragen mehr gibt, bedanke mich für die Anwesenheit und bitte noch bei den Brötchen zuzugreifen. Schönen Tag noch. Danke fürs Kommen. Dankeschön.